Muss man da eigentlich eine spezielle Ausbildung machen oder läuft das nach Learning by Doing? Im Endeffekt ist es fast egal, was man gelernt hat. Man kommt meistens durch die Werbetechnik daran. Ja. Oder sehr oft. Viele Lackierer machen das dann auch. Es gibt dann halt Lehrgänge. Es gibt den Beruf als Folierer als solches nicht als Lehrberuf. Ja. Das hat dann was mit Lust zu tun und sowas. Das ist nicht jedermanns Sache. Ja, meiner wäre es nicht. Da hätte ich ja überhaupt nicht die Hände für. Völliger Grobmotoriker. Das ist ja dann natürlich schlecht. Ihr habt doch im Mai Tag der offenen Hose, ne? Ja. Macht ihr da auch so Schauvorführungen, folieren? Ist geplant. Ja? Ja. Das wäre ganz cool, wenn einer interessiert ist, kann er sich das mal angucken, direkt. Ja, gerne. Ja, haben wir gleich den Hinweis auf Tag der offenen Tür. Spielt das irgendeine Rolle, ob das Ding jetzt viele oder wenig Falten wirft? Inwiefern? Ja, ich sag mal, du musst ja irgendwie die Luft rauskriegen, ne? Oder dauert es dann einfach nur länger? Und das Ergebnis ist trotzdem dasselbe. Die Technik, die Folien haben sich ja mittlerweile so weit entwickelt, dass das mit der Luft schon gar kein Problem mehr ist. Die Kleber sind so entwickelt, dass die halt erst später die volle Kraft kriegen. Ja. Ja. Das heißt, die gleiten noch relativ gut über dem Lack, wie man hier sieht. Geht das ganz gut. Was bewirkt jetzt die Heißluft? Dass die Folie wird geschmeidiger dadurch, ne? Ha. Und dadurch formbar.